heute ist ein blutender Feiertag und wir eröffnen die Rodelbahn, wir eröffnen den Eiskanal. Der Helmut Dagwerker hat es in seiner Rede schon gesehen, der hat die Rede quasi schon 40 Jahre vorbereitet. Es hat eine Zeit gedauert, klar, aber gut Ding braucht Weile, sagt man oft. Und ich traue mir sagen, wir können heute stolz sein, ist eine ganz tolle Sportstätte entstanden. Ich finde auch, dass sie da sehr gut hereinpasst. Am Anfang hat es geheißen, es wird eine ganz, ganz eine leichte Bahn. Es ist jetzt nicht so, man muss lenken, aber das ist natürlich auch gut, weil da lernt man es lenken und wenn man gerne nichts lenken muss, dann, wenn man dann irgendwann einmal nach Norwegen oder nach Lillehammer oder nach Sigulda kommt, dann schaut man sich an, weil da muss man den richtig lenken und darum finde ich es gut, dass man da das Lenken lernt. Das ist natürlich ein riesen Vorteil für die Kinder. Sport und vor allem Spitzensport braucht Infrastruktur. Und das ist eine Infrastruktur für den gesamten Rodelsport, für alle verschiedensten Gefährte, die hier trainieren. Wir haben einen sehr engagierten Verein, wir haben einen besonders engagierten Verband und wir haben eine tolle Unterstützung auf Bundesebene. Ja, die Bahn ist cool, anders wie jede andere, was ich bis jetzt gefahren bin. Ein bisschen langsam, aber technisch schwierig. Und ich finde es super für die Jugend, um da hinzukommen, um was lernen und das bereitet sie auf die ganze Welt vor. Die Hoffnung ist groß, dass vielleicht Peking 2022 auch Medaillen anfangen. Das wäre unsere große Hoffnung. Man darf nie im Vorhinein Druck aufbauen. Es ist immer eine besondere Herausforderung. Aber wir werden alles dazu tun, was wir seitens des Landes tun können, um gute Rahmenbedingungen zu bieten, auch mit dem Olympiazentrum. Da haben wir gute Strukturen. Vieles ist gelungen und wir drücken jetzt einfach allen die Daumen. Ich setze da schon auf gerade Stoikoller, aber auch die Müller-Jungs, die sind einfach schnell. Ja, ich sage mal, der Rodelsport, Skeletonsport, Popsport, Vorarlberg ist für die nächsten Jahre gesichert.